Ein entspannter Bummel in der Füssener Altstadt. Bei dem Wetter tummeln sich viele Passanten in der Fußgängerzone, begutachten die Warenauslagen. Von denen gibt es einige und viele davon sind so eigentlich nicht erlaubt. Denn seit Anfang Januar sind sie verboten. Warenkörbe, sogenannte Reiter und andere Werbeaufsteller. Die Stadt will das Bild der Altstadt erhalten, die Einzelhändler aber protestieren. Klaus Keller, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, kennt viele ihrer Sorgen. Vor allem befürchten sie ein Minus beim Umsatz. Was ganz klar ist, ist, wenn ich keine Stände draußen aufstellen kann, wenn ich die Ware nicht präsentieren kann, habe ich ein Riesenproblem. Das ist ungefähr so, wenn ein Gastronom seine Speisekarte nicht aufhängen darf. So einfach ist es. Schilder, die an der Wand lehnen, sind auch nicht erlaubt, auch wenn sie auf den versteckten Laden im Hinterhof weisen. Anlass für die neue Satzung zur Außenwerbung waren Läden wie dieser. Die Warenpräsentation und Werbung vor den Ladenflächen hatten Überhand genommen. Dabei seien die Händler durchaus zu Kompromissen bereit, betont auch Adalbert Guggemoos vom Einzelhandelsverband. Die Stadt aber sei zu rabiat vorgegangen. Was ich mir gewünscht hätte, wäre eine etwas sanftere, vernünftigere Art der Umsetzung. Das heißt, dass wir einen längeren Zeitraum haben, um die Leute auf das, was sie erwartet, einzustellen. Und vor allem, was auch ganz wichtig ist, dass man vielleicht gemeinsam versucht, was auf den Nenner zu kommen. Bei der Stadt ist man schon auch dieser Meinung. Der Fehler im System liege aber bei den Verbänden, so der Bürgermeister Paul Jakob. Denn die Stadt hätte von Anfang an auf eine gute Kommunikation und Information gesetzt. Wir haben die Institutionen, Werbegemeinschaft, Einzelhandelsverband, Hotel- und Gaststättenverband zu unseren Gesprächen zur Erarbeitung dieser Satzung eingeladen. Und wir gehen natürlich davon aus, dass die Informationen dann in diesen Verbänden von oben nach unten auch verteilt werden, um diese Verbände auch wirklich zu integrieren. Wie weit das geschehen ist, kann ich nicht sagen. Das ist eine sehr einseitige Betrachtungsweise, denn der Handel besteht ja nicht nur aus der Werbegemeinschaft, sondern er besteht ja auch aus anderen Betrieben. Es sind sehr, sehr viele Filialisten da und vor allem die Filialisten machen ja die Probleme. Nicht nur, aber vor allem auch die. Und aus diesem Grunde ist es sehr einfach dann zu sagen, hey, euch schieben wir den schwarzen Peter zu. Der springende Punkt, vieles im neuen Regelwerk ist eigentlich gar nicht neu. Bis auf wenige Ausnahmen hätten die Vorschriften zur Außenwerbung schon immer so gelautet. Nur beachtet hat sie wohl niemand. Wir machen keinen Kahlschlag. Normalerweise hätte es diese Reiter in der bestehenden alten Satzung gar nicht geben dürfen. Das wurde nur nicht geahndet. Also wir haben in dem Punkt haben wir die Satzung gar nicht geändert. Man ist der Satzung nicht nachgegangen. Und wir haben natürlich jetzt, nachdem der Stadtrat eine neue Satzung mit der gleichen Klausel beschlossen hat, haben wir gesagt, jetzt müssen wir es natürlich praktizieren. Praktizieren, das heißt abmahnen und notfalls Bußgeldbescheide verteilen. Viele Einzelhändler reagieren trotzig, wollen nicht zahlen, lassen ihre Aufsteller da, wo sie sind. Und gerade von Paul Jakob fordern sie mehr Verständnis. Er war lange Zeit Besitzer dieses Fotoladens. Ich bin da nicht ganz weltfremd, was das anbelangt. Habe aber trotzdem immer einen Qualitätsanspruch gehabt und den möchte ich für diese Stadt auch realisiert wissen. Das Verständnis geht aber so weit, dass die Bußgeldbescheide momentan ruhen. Und zwar bis Ende April, denn da werden alle betroffenen Einzelhändler zum Gespräch geladen. Falls es zu einer Einigung kommen sollte, werden sie auch zurückgenommen. Und übrigens, dieses Banner am städtischen Kinderhort ist so auch nicht erlaubt.